This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, mit YouTube Geld zu verdienen. So, ich habe neulich mal ein Video zu Geld schon gemacht, zum Glaubenssätzen von Geld, wie ich mein Geld verdiene und was meiner Meinung nach da wieder erkannt werden sollte, dass es was Geld ist und diese versteckten Glaubenssätze. Schaut euch das Video unbedingt mal an, heißt einfach nur Geld und gebt es in die Suche bei meinem Kanal ein. Genau. In dem Video soll es darum gehen, so, mit YouTube Geld zu verdienen. So, weil manche vielleicht denken, ey, jetzt mache ich irgendwie einen YouTube-Kanal auf und verdiene damit dann ganz locker Geld und es ist ja so easy und so. Und dazu möchte ich ein bisschen, ich denke, das ist ein bisschen naiv einfach, wenn man sowas, wenn man YouTube-Videos macht oder so, dann soll es genau das sein, was einen erfüllt. Sonst glaube ich nicht, dass man das wirklich lange machen kann. Und ich denke auch, die meisten sind so gestartet, so dass sie genau das machen, was sie im Prinzip erfüllt. Und dann kommt irgendwie das Geld ins Spiel. Und weil da noch Verhaftungen bei vielen sind, dann probieren sie halt, ja, dann merken sie, ey, jetzt haben sie langsam eine Reichweite und dann verändern sich manchmal die Videos so bei manchen Leuten, dass dann irgendwie, ja, Werbungen geschalten werden und so weiter. Und ich möchte da so beide Seiten mal so ein bisschen beleuchten, weil viele ja denken so, ey, wenn du was Gutes machst, wenn du jemandem helfen möchtest, dann solltest du kein Geld für verlangen. Auf diesen Glaubenssatz bin ich auch schon in dem anderen Video eingegangen, also schaut euch das nochmal an. Genau. Und ja, wenn ich zum Beispiel Geld verdienen würde, bei mir ist es so, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich bin Bauingenieur, ich könnte in ein Ingenieurbüro gehen, könnte arbeiten, da verdiene ich leichter Geld. Mir geht es zum Beispiel darum, mit YouTube das zu machen, was mich wirklich erfüllt. Jemandem weiterzuhelfen, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mich erfüllen und das einfach weiterzugeben und andere Leute dadurch zu inspirieren. Und ich mache bewusst auch manche Dinge nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Das ist überhaupt nicht der Sinn so. Ich denke schon, dass man davon leben sollte, was man macht, wenn man anderen hilft. So. Wie gesagt, schaut euch das andere Video nochmal an. Aber sowas wie zum Beispiel Werbungen schalten, so was die meisten machen in YouTube, da bekommt man schon einiges an Geld so im Monat, wenn man irgendwie mal eine gewisse Reichweite hat. Beziehungsweise, ja, ist ganz nett so, aber ich weiß nicht, ich will mir keine Werbung anschauen, ich halte es für Gehirnwäsche oder Verblödung, wie auch immer man das nennen möchte. Das war jetzt ein bisschen krass ausgedrückt. Aber ich halte es einfach nicht für sinnvoll, diese Produkte, die da gezeigt werden, die Werbung, die geschaltet werden. Und deswegen schalte ich auf dem Kanal auch keine Werbungen so. Ich würde die selber nicht schauen. Mich nervt es, wenn ich ein Video anklicke und dann kommt da erstmal eine Werbung. Und das will ich auch nicht, dass andere Leute das haben. Genauso. Also was ich jetzt nicht mache zum Beispiel ist, irgendwelche Affiliate-Links oder beziehungsweise irgendwelche Produktvorstellungen oder so, dafür extra ein Video, das ist einfach nicht meine Art, ich weiß es nicht, das ist, keine Ahnung, würde ich mir komisch frei vorkommen und ist nicht, ja, ich halte überhaupt die Produkte, wenn ihr was Interessantes finden wollt, dann werdet ihr das schon finden. Ja, aber es geht nicht darum, irgendwas zu kaufen. Man braucht nichts, um gesund zu werden. Und das ist einfach nicht so das Motto auf meinem Kanal. Und deswegen mache ich sowas auch normal nicht. Genau. Aber ich kann Leute verstehen, eben, die das machen oder so. Ich meine, das ist ja auch ganz nett, wenn die Leute in dem Bereich dann sehen, was man da machen kann, was weiß ich, wenn man mit Rohkost anfängt, dass man sieht, wo man Sprossengläser bekommt. Und wenn man da dann eine schöne Marke hat oder beziehungsweise eine gute Firma hat, die auch ökologisch vertretbar ist und man da voll dahinter steht, dann ist es ja schön, das weiterzugeben, dass die Leute eine Alternative zu irgendwelchen
schädlichen oder denaturierten Produkten haben. Genau. Aber dieses, ich fange gleich einfach mal an, so, mach einen YouTube-Kanal auf, schreib E-Books und werd damit reich oder so, das ist bei langem nicht so. Da gibt es, glaube ich, einfache Dinge. Geld verdienen tut man eigentlich immer mit den Dingen heutzutage, wenn man Leute abzockt, weil das noch so ein Glaubenssatz ist in der Gesellschaft. Aber man kann genauso Geld verdienen, wenn man Gutes tut. Und viel nachhaltiger, viel besser, viel, was nützt einem eben das Geld, wenn es einen nicht glücklich macht. Genau. Aber ja, das waren nur so ein paar Gedanken, die ich noch zu loswerden wollte, zu dem anderen Geldvideo. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.